in den Gegner hineinlaufen. Ich rätsel immer noch, war das ein Let's Player, den ich da gerade gesehen habe? Komme mir beinahe so vor, ich muss gleich mal eben nachschauen. Das hier, das mache ich aber dann offscreen ganz kurz. Das heißt, ich schalte mal eben die Aufnahme ab, so wie gerade eben. Nachdem ich genießt habe, glaube ich. Nee. Nachdem ich was anderes gemacht habe. Hör auf zu heilen. Du hast kein Recht mehr auf Heilung. So. Einen Heilerstein einwerfen. Dann mal eben hier pausieren. Ich muss sowieso achten, ob da was kommt. Ich bin mal gleich da, wieder da, ne? So. Ich habe mal eben... Ne, nochmal. Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe einmal im Forum nachgeschaut. Und auch... Wow. Und auch einmal bei YouTube. Im Forum gibt es kein Salami-LP und im bei YouTube gibt es einen, aber der macht gar keine LPs. Ich finde das sowieso irgendwie ein Schwachsinn, einen Namen auszudenken und dann ein LP dahinter zu setzen. Das ist Blödsinn. Wieso mache ich das eigentlich hier? Ich nehme mal einen gelben. Boah, das geht aber ratzfatz. Cool. Also die Waffe scheint doch einigermaßen Wirkung zu zeigen. Immer diese diese lila Kreise hier. Okkultistenkreise nennt man das auch. In bestimmten Kreisen nennt man das Okkultistenkreise. Autsch. Da kreisen sich die Leute da die Haare vom Kopf. Oh, die leuchten ja richtig. Warum leuchten die? Sind die gefährlich? Wie? Die können mehrere Richtungen einschlagen. Oh Gott, die sind ja gemein. Halten die was aus? Ich mag solche Gegner überhaupt nicht. Also die unvorhersehbar rumlaufen. Und die anscheinend auch noch unsterblich sind und sich niemals treffen lassen. Ach, das hat sich ja gelohnt. Boah, mit dem dritten Schlag katapultiere ich Gegner wortwörtlich ins Jenseits. Aua. So, sind wir jetzt mal endlich bald zum Ziel? Nein, sind wir nicht. Nein, sind wir nicht, sprach das Huhn. Scheiße, seinen Müll hat er nichts gehabt an Geld. Oh, hier ist schon mal der Transporter nach unten. Das heißt, da ist auch der Transporter nach oben. Und das bedeutet, dass wir ganz in der Nähe sind. Ach Gott, ihr seid so süß. Am liebsten würde ich euch leben lassen. Aber dann verliere ich Geld. So. Was haben wir hier oben? Wahrscheinlich den üblichen Kram, wenn ich die Tür öffne. Kehre zurück, von wo ihr kamt. Und zwar stehenden Fußes. Man muss echt aufpassen, dass man sich nicht vertippt während einem Kampf. Es kann nach hinten losgehen. Ich bin gerade nämlich mit meinem Zeigefinger vom D abgerutscht auf dem C und wollte das X drücken. So, ich denke mal, das war's auch für heute. Wir stehen bei 1 Stunde 4 Minuten.
Getrimmt dürfte das jetzt sein auf 5 Parts. Cool. Weil wir machen jetzt nämlich noch die letzte Mission. Und dann habe ich 5 Parts. Und dann 5 Tage. Ja, das müsste gehen. Gut, also wenn ihr jetzt diesen Part seht, es kommt dann nichts mehr. Also, ich glaube, bis dahin habe ich noch nichts Neues aufgenommen, weil ich nämlich Prüfung habe. Wieso laufe ich eigentlich herum? Prestige! Arsenal öffnen. Ich bestätige, dass ich den Kram jetzt loswerden möchte. Bums. Ha. Und so kriegen wir einfach mal Belohnung. Ohne diese Animation. Das finde ich irgendwie schade. Und morgen gibt es also das hier. Das heißt, ich kann jeden Tag weitermachen. Aber das schauen wir einfach mal. Wir entwickeln uns. So. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich habe hier diverse Grafikbugs. Ist also tatsächlich ein Grafikbug hier irgendwie drin. Aber gut, ich würde das nicht in die Länge ziehen. Das war wieder eine lustige Folge für mich. Also Jelly Shield haben wir gekriegt. Und gucken, ob wir den Rest irgendwann mal nächstes Mal verkaufen können. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen. Und das war schon die 18. Folge von Spoilnoids. Mal schauen, irgendwann werde ich dann rendern und schneiden und dann kommt das hoch und dann wird es täglich freigegeben. Das heißt, wenn ihr diesen Part jetzt seht, also im Morgen wird es dann nichts mehr geben. Weil das hier ist dann schon der letzte Part von Folge 18. Mit Glück kommt vielleicht noch was. Also die Folge 19 dann. Aber im Moment nicht. Also bis dann.